Ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Wir haben in der letzten Folge am Ende den nächsten Dungeon, die Oni-Insel, erreicht. Über diesen Drachen, der eine Brücke gebildet hat und eigentlich die Königin der Draconia ist, aber yay. Es ist einiges passiert letzte Folge. Wer es nicht gesehen hat, sollte es nachholen. Und wir gehen jetzt in den Dungeon. Was erwartet uns hier in der Oni-Insel? Was wir wissen, ist, dass uns hier ein Vulnona erwartet. Und ich bleib dabei. Aber dann hast du hoffentlich kräftige Kämpfe. Das hast du mir schon erzählt, dass es nicht so viele gibt. Ich meine, warum sollte beim Hauptzufluchtsort der Monster zumindest, wird es immer so bezeichnet, warum soll es da viele Kämpfe geben? Und ich habe doch nicht genug Ausdauer, um so weit zu schwimmen, dass ich da langkomme. So weit ist das nicht. In die Richtung schaffe ich es aber. In beide Richtungen nicht. In andere sieht man halt nur, wo die Felsen sind. So. Aber ich finde es ja schon super, dass der Dungeon mit einer Schwimmpassage beginnt. Die Musik ist halt nicht wirklich eine Musik. Das stimmt. Ich wollte nicht die Blume verbrennen. Ach, warte, ich muss da so rummachen, ne? Das ist immer so schlimm, dass es immer unterschiedlich ist, in welche Richtung man die machen muss bei verschiedenen Fähigkeiten. Das sollte dich auch freuen. Hier gibt es keine verstreuten Perlen, weil man die Insel später nicht mehr betreten kann. Was juckt mich das, ehrlich gesagt? Wenn du eine Truhe findest, wirst du auf jeden Fall einen Schatz oder ein Item bekommen, keine Perle. Ja, schon, also, ja. Gelb. Also, die Lava juckt uns ja nicht sonderlich. Weil wir dieses Feuerschutzamulett haben. Ich bin mir zwar trotzdem relativ sicher, dass auch wenn man gegen die Hitze immun wäre, Lava und Wasser sich nicht genau gleich verhalten würden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Lava ein gutes Stück zähflüssiger ist, oder? Bei meiner Göttlichkeit dann schon. Nee, ich meine, müsste nicht Lava ein bisschen zäher sein? Ja, eben. Da müsste es zumindest ein bisschen langsamer dann mit dem Schwimmen gehen. Und warum ist da eine fucking Gurke im Stein? Also. Neue Cutscene, oder? Ich meine, oder ja, auf jeden Fall neue Cutscene. Und what the fuck? Das ist übrigens die Standardgegner, von denen ich sagte, dass Rothelm genauso kämpft wie die. Scheiße, wie hat Rothelm gekämpft? Die sehen aus wie Steinbombenprank. Keine Ahnung mehr, wie Rothelm gekämpft hat. Der hatte doch eine Windschwäche, aber die sehen jetzt nicht aus, als hätten sie eine. Das spezielle Prinzip von Rothelm haben sie nicht übernommen, aber Rothelm hat halt Schwampattacken genutzt. Feuer. Ach, das meinst du ja, okay. Das war eigentlich ganz normal reingefallen. Ja, die Gegner sind halbwegs zäh, aber man kriegt sie weg. Wir gehen erstmal. Kann man hier eine Abkürzung erschaffen? Nee, ist einfach nur ein Rückweg anscheinend. Kann man hier auf der Mauer langlaufen? Ja, kann man. Ja, da ist doch safe auch eine Truhe, ne? Oh, aber erstmal nehme ich diese Truhe mit. Ja, okay. Nicht so krass. Oh Gott, Alter, was? Kamera! Die Truhe nehmen wir uns mit. Immer noch falsche Richtung. Und hin da. Einen goldenen Pfirsich gibt's hier nochmal. Schaffe ich den Weg da lang? Probieren wir es aus, ich glaube schon.
Ja, doch, das schaffen wir. So, ich denke auch mal, dass es mit der Außenseite dann schon relativ das war. Es dürfte mal ein Torbrand und Zeit auf der Mauer geben. Was ist? Es dürfte mal ein Torbrand und Zeit auf der Mauer geben. Wieso bist du schon wieder da? War das hier denn? Ja, aber ansonsten ist ja eigentlich nur noch die Tür vor uns, die uns weiterführt. Und zwar in dieses Gebilde hier drin, das aussieht wie das dritte Gasthaus in dem Spiel. Eigentlich sieht es aus wie ein Schloss. Die Gasthäuser in dem Spiel sehen ein bisschen aus wie Schlösser, seien wir ehrlich. Das Ding ist weitaus interessanter. Ja, es ist halt ein großes Gasthaus, ne? Also, rein da. Schön, dass ihr uns die Tür aufmacht. Das ist die Tür, weil ich alles liegt. Krass. Jetzt ändert sich nochmal die Musik ein bisschen. Uni-Insel, man muss schon ziemlich verrückt sein, hier eine Burg zu bauen. Ich wette, diese verblödeten Monster glauben, sie sind ganz große Nummern. Jetzt zeig ihnen mal, wo sie hingehören, indem wir uns einen Weg an die Spitze freikämpfen und diese Fuchsköpfe... Oh, halt dein Maul. Nicht vorhandene Monetarisierung ist weg, Leute. Uff. Hi. Wer ist da? Du bist hierher gekommen. Du bist doch nicht gekommen, um uns Anbewohner der Uni-Insel anzugreifen, oder? Wenn doch, dann werden wir darauf reagieren müssen, einen Kampf um alle Kämpfe zu beenden. Und was ist der beste Weg, das zu klären? Kauf mein Merch! Ja. Na, also, wenn du irgendwas Sinnvolles hättest, hätte ich es gekauft, aber... Also, Safe Point der Uni-Insel. Innerhalb Erdgeschoss. Ja, das macht bestimmt schon längst das Tintenfass kaufen für die Dämonenzähler. Ja, aber ich gibt's den Dämonenzahnhändler. Leider nicht, aber kannst du vielleicht mal machen. Also, ich merke jetzt schon, das wird verwirrend. Tatsächlich ist das ziemlich verwirrend, ja. Wow, diese Tür ist wirklich fest verschlossen. Da ist ein komisches Zeichen drauf. Wie um alles in der Welt kriegt man so irgendwas mit Strom bekommen wir in diesem Dungeon. Und ich wollte gerade sagen, hier gibt's doch auch noch einen Haken, ne? Wind! Och, jetzt nerv mich, wenn ich deinen Freund umbringe! So, damit sind die Räder auch wieder aus dem Weg. Die Gegner, ich habe das Gefühl, die Gegner haben relativ plötzlich begonnen, deutlich mehr Kohle zu geben. Ist das dein Ernst? Was ist das? Da kannst du doch nicht drauf laufen. Aha. Also, der Schlüssel, wissen wir, haben wir gesehen. Hier drüben gibt es ein Schlüsselloch. Was ist das? Soll das wohl Nona darstellen? Naja, auf jeden Fall komm rüber. Das ist auch mein Weg. Ich gehe hier lang. Und nehme mir gleich mal das Bullenhorn hier mit. Ein bisschen Kohle hilft immer, auch wenn die Schätze jetzt, wo die Gegner eben mehr Geld geben, nicht mehr so viel Wert haben im Vergleich. Spätestens nach dem Dungeon kommst du in die Gebiete, wo man häufig Schätze mit 10.000 an Wert findet. Zum Labyrinth der Folterung.
bevor du im Labyrinth der Folterung spielst, beachte Folgendes. Ein Schritt auf den Fußschalter und das Dämonenband wird beginnen, sich zu bewegen. Passiere das Ausgangstor als Erster oder du wirst eingeschlossen werden. Drücke Y, um zu rammen und halte den linken Stick vorwärts, um zu sprinten. Sprinten ist der schnellste Weg, das Tor zu erreichen. Das Labyrinth der Folterung ist zur Unterhaltung für jeden auf der Ohninsel. Also macht keine Unordnung, wenn ihr spielt. Wow, diese Monster haben ja sogar Regeln und sowas. Hä? Entschuldigt, mein Herr. Ich bin Papier. Papier redet. Darf ich fragen, was ihr hier macht? Hä? Hat dieses Müllpapier gerade was gesagt? Müllpapier? Bitte beleidige mich nicht mit so unflätigen Namen. Mein Name ist Tobi. Müllpapier. Oder böses Wesen. Ja, wie auch immer, also was willst du, Quasseltüte? Ich diene als Torwächter hier auf der Oni-Insel. Meine Aufgabe ist es, verdächtig aussehende Leute fernzuhalten. Ich habe euch noch nie zuvor hier gesehen, mein Herr. Wer seid ihr und was ist euer Anliegen? Sprichst du mit meinem pätzigen Freund hier? Nun, das ist Sprinter Emmy. Wir müssen so schnell wie möglich auf die Spitze dieser Festung. Tut mir leid, wir haben genug mit dir geredet. Ich befürchte, dass ich das nicht zulassen kann. Hast du mich nicht verstanden? Ich bin ein Torwächter auf der Oni-Insel. Aber lassen wir die Formalitäten. Also, mein werter Herr, ihr seid also als Sprinter Emmy bekannt. Nun, ich betrachte mich selbst auch als Wettläufer, wisst ihr? Wie wäre es mit einem kleinen Wettrennen? Einfach nur ein Rennen, um zu sehen, wer als Erster das Ausgangstor da drüben erreicht. Dieses Schild hier erklärt, wie man gegen mich ein Rennen macht. Aber wie ihr gesagt habt, genug geredet. Von jetzt an lasst das Rennen für uns sprechen. Okay, das wirkt... Solltest du über den Schalter springen? Ja, habe ich auch gerade gedacht. Halt dein Maulschild! Hoi. Und jetzt gerade, wenn du die Stelle jetzt kommst, in Vers 3 schaffst, dann heul ich. What the fuck? Das sieht nicht nett aus. Ich hab die Stelle 10 mal probiert. Ich hab schon 10 mal probiert, die Stelle in Vers 3 zu schaffen und hab's nie geschafft. Nie. Wo ist überhaupt das Ziel? Das da, schätze ich. Jedes Mal, wenn man fällt, wird der Weg leichter. Nicht schlecht, werter Herr. Aber für mich war das nur eine kleine Aufwärmrunde. Jetzt solltet ihr erfahren, was ich wirklich kann. Jetzt frage ich euch, werter Herr. Könnt ihr es ertragen, bei lebendigem Leibe aufgespießt zu werden? Stolpert und ihr werdet kopfüber in einen See voller Nadeln fallen. Nun könnt ihr das vertragen? Nein! Nun, was auch immer passiert, bitte gebt nicht auf. Es ist so aufregend, endlich einen würdigen Gegner nach so langer Zeit gefunden zu haben. Willst du damit sagen, dass niemand dieses scheiß erste Tor passieren konnte? Nein, warum rutschst du da ab? Der Sprung war so gut. Das ist die Anordnung leichter. Jetzt steht der Typ da hinten. Na! Ich glaube, er versucht das nicht überlaufen. Willst du mich flachsen? Ja, ich halte das tatsächlich für relativ machbar, muss ich sagen. Ich stelle mich aber scheiße an. Meine Sprünge sitzen einfach gar nicht. Ja, jetzt ist easy. Hätte man auch früher schaffen können, bin ich der Meinung. So, hier noch ein Kristall. Die sind ja recht wertlos, Schätze. Und weiter. Will der Typ noch ein Rennen? Sieht aus, als ob er zumindest jetzt keins wollen würde. Der ist nochmal getestet. Ja, das habe ich mir gedacht. Deswegen lag die Betonung auf jetzt. Außer der kommt gleich hinter der nächsten Ecke wieder. Ja, gut! Schön! Oh, stimmt. Übrigens, das waren schon mal so nur 3 Checkpoints. Ihr seht ein bisschen außer Atem aus, werter Herr. Riskiert nicht euer Leben, weil ihr es übertreibt. Der terrassenförmige Weg vor uns ist nicht ganz so gefährlich. Sollen wir? Ich habe keine Ahnung,
wie die Route hier verlaufen soll. Du hast es auch lang geschafft. Ja. Ja, aber dann muss er halt die KWG-Sparte nutzen. Okay, das war easy, Punkt. Oi, Junge! Bei der Stelle kann man unter dem Fällen. Ich muss dich jetzt warnen, Wärter Herr. Der wahre Horror des Labyrinths, der foltert wie ein Tier. Vielleicht wäre es besser, wenn wir jetzt aufhören. Ey, kriegst du kalte Füße, du Stück Müll? Jetzt auf zu labern und lass uns anfangen. Ich habe keine Füße, Wärter Herr. Ich bin Papier. Ah ja, und der Weg der Segen liegt jetzt vor uns. Jetzt lege ich erst richtig los. Okay. Ja, auch easy. Das zweite ist echt das Schwierigste. Kann das? Hast du jetzt eigentlich wirklich das Geld bekommen, weil du das Rennen geschafft hast? Kann sein. Alter, willst du mich mal in Ruhe lassen? Okay, nicht mehr, hast du dich. Oh Gott. Ah ja, natürlich willst du das sehen. Was für ein gutes Rennen hier gelaufen seid, Wärter Herr. Sprinter ist wirklich ein passender Name, aber ich kann nicht weiter vertragen zu verlieren. Das betrifft meine persönliche Ehre. Nun wollen wir, der Weg der dämonischen Räder erwartet uns. Oh Gott, das wird schlimm. Wenn man einmal getroffen wird, kann man es eigentlich nicht schaffen, dass ich mich recht erinnere, wobei ich es auf einmal. Ja, wow! Man muss so um die Ecke. Da wird man doch safe getroffen. Jetzt muss ich noch zurücklaufen, dein Ernst? Ah, nee. Das ist ja ganz mies, um die Ecke sprinten zu müssen. Da muss man doch gefühlt predikten, wo die Dinger sind. Trainerfehler? Ja, verkackt. Ja, Digga, um die Ecke, ne? Ja, halt dein Maul. Ich lebe, hui. Das stinkt noch mehr als das zweite. Ich weiß nicht, ich hätte das jetzt hier gleich abgeben. Also wird dann auch nicht einfacher. Nein? Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Die letzte scheiß Treppe. Wie soll man denn da so schnell hochkommen? Da hab ich's endlich mal bis hierhin geschafft. Ja, ich wurde nicht getroffen, habe aber trotzdem Zeit verloren, wie Kacke. Ach was! Danke für die Info! Ich glaube, ich kann ihm in welche Reihenfolge die nächsten Hindernisse kommen. Ah, der will natürlich noch 27 neue Rennen! Ich glaube, das ist besser als das letzte. Wow! Die Betonung auch fürs erste gefällt mir. Ich bin total überrascht. Ich hätte nie geglaubt, dass ihr es mit mir aufnehmen könntet. Jetzt komm schon, du Müll! Du bist noch nicht so gut, wie du es gedacht hast. Nun gut, lass uns diesmal was anderes ausprobieren. Das soll keine Respektlosigkeit euch gegenüber sein, Wärter Herr, aber glaubt ihr, ihr könntet mich in der Kammer der Verzögerung schlagen? Das fand ich ehrlich gesagt easy. Ich hab halt keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Och, dein... Spaziert da ja auch einfach! Wenn er rennen würde, hätte man ja keine Chance. True, hallo? Danke! Was war denn das für ein Bullshit? Ach, schön, und jetzt kommt eine Stelle, die ich jetzt nicht das so hasse. Oh, klingt super. Was sieht das Problem? Sieht auch super aus.
zum Labyrinth der Folterung, die heißen Strahlen der Hölle, wie man spielt. Die verfluchten Statuen schießen tödliche Hitzestrahlen ohne Gnade auf dich. Du wirst schwer verwundet werden, wenn du von einem getroffen wirst. Also weich ihn vorsichtig aus. Ein Aufschlag kann bei diesen Statuen eine momentane Fehlfunktion verursachen. Aber pass auf, wenn du dich um sie kümmerst. Das Labyrinth der Folterung ist für jeden. Also warte, bis du dran bist. Das hast du schon mal gesagt. Das hier ist das heilende Wasser. Und das ist, glaube ich, das Einzige, das wir implementieren davon. Aha. Ich will jetzt einfach mal behaupten, dass ich ein guter Spieler bin. Es war nicht knapp, das sah nur so aus. Wenn ich... Nee. Ich glaube, wenn ich bis... Ja, bisschen... Oh Gott, der kommt früher wieder, als ich dachte. Das ist halt der Schalter dort. Wo? Da. Das ist ein Schalter. Sieht man doch. Das ist ein grüner fucking Punkt auf dem Boden. Was macht der? Ich glaube, der hat gerade eben ein paar Wände entfernt. Ja, die nicht. Die Staffeln nicht, das stimmt. Ach, da habe ich die Stahlwand davor oder davor. So. Die Stelle ist mir unsympathisch. Ach, da ist von der Seite ja gleich noch einer. Da ist der Weg. Ernsthaft. Aber jetzt kann ich doch einfach hier lang. Die Stelle war sehr nervig. Und was ist... Wer hätte das erwartet? Ich sag mal, das Feuer von dir. Was ist mit dem? Das war das Feuer von dem Menschen, soll dann hättest du gesehen, wie leicht es ist, die zu wissen, wenn sie wütend sind. Also, wenn man es so macht, kein schwerer Gegner, weil der halt so viel tankt wie, keine Ahnung, Carsten. Und da hinten sieht es aus, als gibt es Strom. Die Sache ist die, wenn es nur 3 Checkpoints gibt. Wie einfach komme ich zu dem hier wieder zurück? Ich überlege auch gerade eben, wie lang mir das Dorf bis zu den nächsten erreicht. Ja, aber ich sage, was zurück zum ersten kommt, der ist der nächste. Ich denke mal länger, als ich noch hier in der Folge Zeit habe. Wir sind auf 23 Minuten. Keine Ahnung, das könnte sogar passen. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter. Oh, hier ist das nicht so rein. Mann, hast du mir lange Ruhe gelassen! Ich sehe das ja jetzt schon, die Wand da hinten. Kann ich das irgendwie so? Ja, von dieser Rasse hat das Renns. Nicht jetzt? Keiner meiner Kameraden hat es jemals so weit geschafft. Es scheint so, dass ihr kein Gegner seid, den man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Aber ich hab genug. Ich werde es hier und jetzt beenden. Ich, Tobi, werde alles auf dem Weg der Nadeln riskieren. Okay. Das ist aber easy. Was schon? Aber sympathisch trotzdem nicht. Da gibt's einen Schlüssel auf dem Dach. Aber ich komme irgendwie nicht hoch. Aha, hier. Was ich mich jetzt nur frage, da oben ist noch ein Eingang. Ich meine, den Schlüssel für unten haben wir ja. Oder ich glaube, da kann man nicht durch.
For real. So, ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf, dass da drüben nichts mehr ist, und wenn ja, Pech gehabt. Den Schlüssel haben wir ja schon gesehen, wo wir ihn brauchen. Okay, zum Glück nerven die Nadeln da an der Seite auf dem Rückweg nicht. Und du kannst dich verpissen. Und mir gefällt das nicht, wenn hier ein langer, gerader Gang ist. Und das hier schon gar nicht. Sekunde. Habe ich die Ability nicht, dass ich das mit Isson machen kann? Das ging nur im kaiserlichen Palast. Oder eben in Kämpfen, wenn man das richtige Ausrüstungsgegenstand. Ach, in Kämpfen ist. Wenn man den richtigen Ausrüstungsgegenstand hat. Ah, naja. War eh nichts Wichtiges. Schien eher eine Falle zu sein. Aha. Gibt's hier eine Ability, eine neue direkt? Sieht so aus. Diese Statue sieht aber grimmig aus. Sieh nur, wie sie die Sturmwolken anstarrt. Als ob sie sich vorbereiten würde, hochzuspringen und ein Stück aus dem Mond rauszubeißen. Aber da ist das Problem. Da ist ein gewaltiger Bogen, aber keine Pfeile. Das Fehlen eines grundlegenden Elements bedeutet eine Katastrophe für jedes Meisterstück. Soll ich einen Pfeil hinzeichnen oder was? Muss aber ein längerer Pfeil sein. Hä? Wo soll ich mich da am besten hinstellen? Wow! Übrigens, krasser Pfeil, der Blitz da, ne? Yeet! Wow, der Pfeil hat die Gewitterwolken weggeweht. Hey, sieh mal. Oh mein Gott, diese Formen. Die werden jedes Mal seltsamer. Ja, wer hätte das nur gedacht, dass das das Viech ist, von dem da gerade die Statue stand. Nennen wir ihn Zeus. Und kannst du aufhören, mich anzugreifen? Ah, Amaterasu, Quelle alles Guten und unser aller Mutter. Die bösen Kräfte, die hier leben, haben mich verbannt. Aber deine Ankunft hat mich wieder erweckt und mir das Licht wieder gezeigt. Du, die du auf dem gleichen Schlachtfeld wandelst wie ich, Gekigami, Gott des Donners, hast du die Kraft des Blitz verdient. Nutze sie, um deine Feinde zu zerschmettern. Ja, ich werde die vor allem nutzen, um ein paar Türen zu öffnen hier in der Gegend, schätze ich. Endlich, der zwölfte Gott Gekigami! Donnersturm, die furchteinflößende Pinseltechnik zum Kontrollieren des Blitzes ist sein Markenzeichen. Ich bin mir sicher, du kannst sie meistern, Emmy. Sie hat einst dir gehört. Ich weiß, siehst du diese Schwertstatue da? Versuch sie mit einem Blitz zu treffen. Wenn du einen Blitz aus einer Sturmwolke schießen siehst, zieh einen Strich vom Blitz zur Statue. Es wird den Blitz zum Ziel herablenken. Mach schon! Gib einen ordentlichen Stromschlag, Digga. So. Und geht. Unglaublichen Blitzschlag wie dieser würde einen Gegner ohne... Also, wäre schon krass. Hey, sieht so aus, als wenn der Blitzschlag die Tür geöffnet hätte. Ich frage mich, ob sie von einem elektrischen Mechanismus gesteuert wird oder sowas. Das war ja leicht. Lass uns hoch in die Burg gehen mit deiner neuen Technik. Emmy, es fehlt nur noch eine weitere göttliche Pinseltechnik. Wenn du die hast, dann habe ich alle Techniken gesehen. Wird wohl nicht mehr lange dauern. Aber jetzt ist keine Zeit zu träumen. Wir müssen weiter, Fellknäuel. Relatable, kann ich zurück. Wenn ja, gehe ich nämlich jetzt zum letzten Speicher zurück und wir beenden die Folge.
Und offensichtlich kann ich zurück. Die Truhe ist einfach wieder da. Tschüss. Ich hab gar keinen Bock auf euch. Das ist halt echt nur ein Bait. Der Save Point war hier. Also, damit würde ich sagen, war es das mit dieser Folge von Okami HD. Viel gemacht, außer Tobi dem Müllpapier hinterherrennen, haben wir jetzt nicht. Aber ich fand doch, das war eine sehr interessante Folge. Bisher gefällt mir die Oni-Insel. Wie es weitergeht, sehen wir dann in den nächsten Folgen. Like und oder Abo dalassen, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal und ciao.